Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wie ihr sehen könnt, ist meine Freundin Julia wieder am Start. Es wird nämlich eine nächste Challenge geben und die nennt sich Snapchat Challenge. Man kann ja auf Snapchat so ein Gesicht machen von jemand anderen drauf. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein Foto von mir gemacht und ich kann ihr Gesicht in mein Gesicht reinmachen oder rein bearbeiten. Und wir müssen jetzt raten, welche Person sie ist. So, ich habe gerade das erste Bild, wie ihr sehen könnt. Oh mein Gott, das erkennt man gleich. Ich erkenne es nicht. Leute, ihr könnt ruhig mitkommentieren, wenn ihr wisst, welche Person das ist. Ja, hallo, mein Schatz. Ist es Dieter Bohlen? Nein. Zwei Versuche hat sie noch. Elvis Presley? Nein. Michael Jackson. Ja, mir fällt kein anderer. Soll ich dir sagen, wer das ist? Mann, ich denke... Du hast deine drei Versuche sowieso schon verkackt. Okay. Es ist Donald Trump. Nee, das hätte ich nicht erkannt. Ehrlich? Ich schon. Hätte ich echt nicht erkannt. Oh mein Gott. Du hast drei Versuche. Es sollte ein Star sein. Amy Winehouse! Nein. Solche Buschaugenbrauen? Voll easy. Nee, Lady Gaga. Nee. Oh Mann, ey. Nach einem Versuch hast du. Jung oder alt? Jung. Jung. Shirin David? Weil mir kein anderer Name einfällt. Es ist eine Junge. Oh. Hä, warte. Es ist Justin Bieber. Oh, fuck. Okay. Das erkenne ich sofort. Wer? Das ist Elvis Presley. Fuck! Ich dachte... Okay, ja, hast recht. Oida, wer ist das? Und wisst ihr es, Leute? Ich finde das voll easy peasy. Rate ehrlich, doch einfach easy peasy? Mal. Ja, Adele. Nein. Ja eben, mir fällt kein Name ein. Das ja, so ging es mir vorhin bei der ersten Person. Okay, Konzentration. Du hast jetzt 5 Sekunden, die erste Person zu sein. 5, 4, 3, 2, 1. Amy Winehouse. Nein, jetzt hast du noch einen Versuch. Pech. Oh Mann, es ist so peinlich. Ich weiß es nicht. Ich übergebe das an dich. Es ist Lady Gaga. Was? Niemals! Doch. Lady Gaga hat doch keine Hasenzähne. Doch, das ist sie. Boah, das ist echt fies. Also darauf wäre ich nie gekommen. Ich weiß nicht, ob ich die Person kenne. Also das Bild sieht echt komisch aus, muss ich wirklich sagen, Leute. Das wird sie nie erraten. Deutschland? Ja. Ich kenne ich keinen. es kann ja auch mal familiär bedingt sein. Wenn du sagst Familien. Drei Versuche hast du. Keine Ahnung. Mir fällt überhaupt kein Name dazu ein. Ich habe gehofft, dass du das Foto nicht errätst. Da war ich mir schon mal siegessicher. Nee, ich weiß es echt nicht. Mein Cousin? Welcher Cousin? Pepe. Das hätte ich nie gewusst. Party Rock is in the house tonight. Das findest du zu 100% nicht heraus. Dein Vater! Nein! Noch zwei Versuche hast du. Und ich stehe bis jetzt... Jens! Nein. Dein Onkel! Nein, das ist Dieter Bohlen. Woher kennt man... Die spielt nicht mit fairen Karten. Woher kennt man Dieter Bohlen da? Oha! Das ist Robert Pattinson. Nein. Scheiße, jetzt habe ich okay. Weil dieser Typ von Titanic? Nein. Jetzt habe ich schon zwei Versuche, mein letzter Versuch. Und ich weiß nicht mal, wer es ist. Ist das Julienko? Nee. Ah, verkackt, es ist Manuel Neuer. Wer ist diese Person? Bibi. Ja. 1-1! Ja! Ich hab dir gesagt, ich mach dir ein einfaches Bild. Okay, jetzt steht's echt 1-1. Hast du noch eins? Ja. Okay. Nee. Doch. Oh. Ja, ja, ja. Deutschland? Ja. Bella. Fuck! Ja! Bin es ich? Nee. Ja, du bist... Wer? Alter! Okay, Leute, ich würde sagen... Ich würde sagen, es steht jetzt 2-2 und ich habe ja gesagt, wenn wir insgesamt 10 Challenges-Videos haben,
wird einer bestraft, der die wenigsten Punkte hat. Es steht bis jetzt 3-2. Und ab jetzt genau steht es 4-3. Das heißt für mich 4 und für sie 3. Oh fuck. Ich hoffe, euch hat es gefreut, dass wir ein Video wieder zusammen gemacht haben. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen nach oben für mehr Challenges. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und tschüss! Yay!